So, Freunde, weiter geht es mit Kingdom Hearts 2 Final Mix. Auf in den Kampf gegen Xaldin. Die Rose zurückholen. Ho? Is that? Look, it's the rose. Bell. Hurry. With pleasure, but I'd rather travel light. What shall I leave behind? Bell or the roads? No! Good one, Bell. Das nehme ich noch mit.
Das wäre Xaldin. Haben wir besiegt, die alte Sau. Here, it's yours again. Belle? I know. You want me to leave the castle. What matters is, you weren't hurt by Xaldin. You're safe. And, I'm very grateful to you for bringing the rose back to me. Thank you. It's the least I could do. You've been good to me, and you didn't have to be. Listen, Belle. Yes? Oh. Say it. Go on! Come on! You can do it. We have confidence. Don't be bashful now. Belle, I'd like you to stay with me, please. I will. Maestro, music. Hey, did you see the look on Belle's face when she grabbed that rose? Huh? Yup, she sure was having fun, all right. She's rather unique, isn't she? Always ready for a little adventure. The two of them do seem made for each other. Yeah, they sure do. Das Signal wird stärker. Was das wohl bedeuten mag. Okay. Arena des Olymps. Das Land, Land der Drachen. So, hier haben wir alles abgeschlossen. Hier noch nicht. Hier schon. Hier vorerst auch. So. Hier auch. Port Royal. Hier noch nicht. Und hier in Halloween Town noch gar nicht. Okay. In Atlantica gibt es auch noch was zu tun. Aber ich wollte noch mal gerne zurück. So. Weil es gab draußen noch ein paar Truhen, die wollte ich noch gerne mitnehmen hier im Schloss des Biests. Deswegen gehen wir mal raus und sammeln noch die Truhen ein. Hat da noch ein paar. Niemande! Back off!
is it. Yeah. Oh. Yeah. Done. Yeah. This is it. This is it. Hier draußen im Vorhof. So, da hinten ist noch eine Truhe. Eine Heil Potion. Ein Ziehkristall. So, da ist noch eine Truhe. Und da beim Eingang. Geil! Nabilitamin. Oh! Noch mehr Herzlose. Da! Ey! Der rusht einfach an mir vorbei. Nicht so schnell. So, und ein paar Items zur Herstellung kriegen wir auch nochmal zusätzlich von denen. Schadet auch nicht. So, noch Mithril-Splitter. Items. Truhe. Blop, blop, blop. Da so. Benutzen. Sora. Abilities. Donald hat was Neues. Autoheilung. Stellt die HP eines Gefährten wieder her, der mit Wechsel ausgetauscht wurde. Hey. Raketentanz. Mit dem Kommando Limit kann Donald die mächtige Magie Feuerwerk auslösen. Verbraucht sowas komplett einen MP-Vorrat. Wir nehmen nochmal Donald Eis frei. So. Es kann auch Eis, Blitz, Vita und Feuer wirken. Wundervoll. Gut. Ich weiß nicht, ob hier noch was war. Ich guck mal. Ah, ein Fungi. Die gibt's ja natürlich auch wieder. Gut. Dann lass uns mal loslegen. La. Muss die Kugel einsammeln. Bin ich so schnell, verdammt. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man braucht von dem schwarzen Fungi, dass der einem das Item gibt. Das müssen 100 sein oder mehr. Also wie gesagt, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Okay, 77 haben wir gesammelt. Schade, ich glaube, das war nicht genug. Sad. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Item wir von ihm kriegen. Aber der taucht hier manchmal auf, nicht immer. Aber ich gucke nochmal, vielleicht habe ich nochmal Glück und er taucht nochmal auf. Ja, da ist er nochmal. Beginnen das Duell. Sammle, was dein Gegner fallen lässt. Fertig, los. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich weiß gar nicht, was die beste Taktik ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Die Kugeln, die verschwinden sehr schnell.
komme halt nicht hinterher. Nee, es reicht nicht. Gibt es eine Möglichkeit, mich schneller zu bewegen? Ich habe halt immer nur eine Laufgeschwindigkeit. Ich nicht eine Ability, die das ändern kann. Stealth-Männchen, Analyse, Drive-Boost, Anti-Disruptor-Magie, Auto-Anvisieren, Charmeur, Feuer-Boost, Item-Boost, Abschlussangriff plus. Nee. Ich glaube, das mit dem Fugi, das schaffe ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, man braucht 100, so ein Pi mal Daumen. So. Dann muss ich zurück zum Speicherpunkt und dann wieder auf die Weltkarte. So, aber hier sind noch ein paar Gegner. Plopp. So, die Heldenform noch ein bisschen leveln. Ich glaube, die Heldenform ist noch nicht auf Max, oder? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, was das Maximum-Level der Drive-Form selber ist. Ich glaube, 5 oder 10. Irgendwas um den Dreh müsste es sein. Was? Nein. Weltkarte. Ja. Ich möchte nicht in den Titelbildschirm. Danke. Okay, ich frage mich jetzt, was wir als nächstes machen sollen. Wo wir jetzt nochmal die Welten absuchen gehen. Also hier können wir rein. Bonuslevel 39, ich glaube, das sind die meisten jetzt. 34. 34, aber da ist nichts. 34. Haben wir schon? 37. 40. 39. Also wir können nochmal nach... Können wir nach Hollow Bastion gehen? So existieren viele seltsame Waffen. Einige können nur von Auserwählten geführt werden. Solche Waffen sind fest an ihren Meister gebunden. Du und dein Schlüsselschwert seid der beste, seid das beste Beispiel dafür. Tron scheint in Ordnung zu sein und die Wiederaufbauarbeiten sind auch endlich wieder im Gange. Weil ihr sowas wie Ehrenbürger seid, schmeißen wir eine Party für euch, wenn alles repariert ist. Ah, in der Welt von Tron gibt es noch ein bisschen was zu tun. Dieser Computer wurde ganz speziell für Sid modifiziert. Eine Tafel, die unter anderem Einsatzbesprechungen benutzt, als Einsatz zu, unter anderem bei Einsatzbesprechungen benutzt wird. So. Wir könnten auch nochmal in die Welt von Winnie Pooh gehen, aber ich glaube, mir fehlen noch eine Seite, zwei Seiten. Ich glaube, so um den Dreh müsste es sein. Aber wir können nochmal in die Welt von Tron, da war noch was. Also nochmal auf die Weltkarte. Dann landen und dann hier. Ich sehe schon, ihr seid alle übereifrig, wie immer. Aber übertreibt das bitte nicht. Denkt dran, das ist kein Spielzimmer. Anscheinend doch nicht. Dann wieder ins Arbeitszimmer. Ich glaube, dass zumindest in Trons Welt noch was zu tun ist. IO Tower. Also anscheinend nicht. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Aber es gibt noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Weltkarte. Nun.
Die Organisation 13 will, dass Sora mit seinem Schlüsselschwert Herzlose niederstreckt. Es bleiben Fragen, die noch vorerst herrscht Frieden. Nächste Aufgabe ist noch keine bekannt. Warte mal, Episodenliste. Guck ich mal kurz rein. Achso, es geht um die Seiten. Durchsuche die Höhle des Gedächtnisses. Untersuche die Höhle, die vor dem Schloss erschienen ist. Oh ja, stimmt. Stimmt, ja, das ist ja auch. Bringe die Seite zurück. Merlins Haus. Ja, alles bei Zeiten. Dann gucken wir doch mal. Ups. Ja, wenn wir. Wir können ja auch Sachen anvisieren und dann können wir dann uns direkt dahin porten. Wenn ich jetzt zum Beispiel so mache und sage dann Warp. Plopp, bleiben wir hier direkt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einer anderen. Wenn wir auf der anderen Seite der Karte sind, drücken wir R1. Und dann können wir uns dort wieder hinwarpen. London Arena Solims. Dann gehen wir mal hier hin. Hey. Herc, you feeling any better? Well, same routine. Wonder Boy here thinks his hero days are over. And Phil thinks it's all in his head. Gorsh, Herc, we know you're a hero. That's right. Blunder Boy. How could you mope on a momentous day like today? The Underdrome's back, and you are gonna fill the stands. After all, your fans won't settle for anything less than a certified hero. I mean, if you're not up to it, you could always just, I don't know, lose. I bet you'd like that. Excuse me? Hey, I'm not a selfish guy. I'm not like those high and mighty snobs up on Olympus. I stand for the masses, and have I got a massive idea. The games, ladies and gentlemen, are back. Yours truly, Hades, the one and only Lord of the Dead, brings you the Ultimate Games to celebrate the reopening of the Ultimate Colosseum. We'll finally answer the age-old question, who deserves the title Ultimate Hero? These games are gonna settle the debate once and for all. The winner reigns supreme. Of what? You guessed it, the Hades Cup! And I assure you that the great Hercules will be there, otherwise... you'll never see your girlfriend again. Lowlife! You're too kind, kid. Ich kümmere mich um die Anmeldung für den Hades Cup. Kommt also dafür zu mir. Bei Schwefel seid ihr falsch. Ja, es ist ein großartiger Zeitvertreib. So, ich weiß gar nicht. Vom Level her dürften wir vielleicht auch den Hades Cup schaffen. Nehme ich mal stark an. Hier haben wir eine Liste. Wer wird siegreich sein und als größter Held unserer Zeiten aus dem Hades Cup hervorgehen? Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. So, ich speichere nochmal hier. Aber ich würde sagen, den Hades Cup betreten wir in der nächsten Folge von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich mache jetzt hier ein kurzes Päuschen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Untergrund-Arena betreten. Also dann, bis zum nächsten Mal.